Wir haben ja schon uns ein bisschen mit dem Thema Belohnungen beschäftigt. Positives Training heißt ja, dass wir Verhalten verstärken möchten. Wir möchten dafür sorgen, dass wir mehr erwünschtes Verhalten bekommen von unseren Hunden. Und da heißt positive Verstärkung natürlich, dass etwas Angenehmes für das jeweilige Verhalten zur Situation für deinen Hund mit dazukommt. Wir arbeiten also mit Belohnungen. Im Idealfall arbeiten wir wirklich mit Verstärkern. Deswegen heißt das Ganze auch positive Verstärkung, vermutlich nicht positive Belohnung, weil nicht jede Belohnung ist auch wirklich ein Verstärker. Belohnung ist ja prinzipiell erstmal alles, was für deinen Hund angenehm ist, was ihn mehr oder weniger glücklich macht, wo er sich bei wohl fühlt und etwas, was natürlich von dir kommt. Eine Belohnung ist zum Beispiel ein Keks oder ein Ball, der fliegt. Jetzt kann ich aber gerade zum Beispiel, wenn ich den Rückruf trainiere und ich immer nur Kekse benutze und das Verhalten Rückruf auf mich zugelaufen kommen, wird nicht mehr. Mein Hund zeigt es nicht stärker, nicht häufiger, nicht zuverlässiger. Dann ist diese Belohnung Keks kein Verstärker für das Verhalten gewesen. Also ganz wichtig, das gehört zum positiven Training, zum wirklich gut gemachten positiven Training einfach dazu. Überlege, was für welche Verhaltensweise deines Hundes ein wirklich guter Verstärker sein kann. Und oftmals befinden sich die besten Verstärker für unsere Hunde einfach in der Umwelt. Es sind keine Kekse, es ist nicht immer Fressen, es ist nicht immer das Spielzeug, sondern sind auch solche Sachen wie Schnüffeln, Wild beobachten, Mauseloch buddeln, toben mit anderen Hunden, rennen können, Spuren nachgehen können, etwas suchen können, die Nase einsetzen. Und das ist halt von Hund zu Hund sehr individuell. Und ich will natürlich auch nicht abstreiten, dass es diese Hunde gibt, für die Kekse jederzeit ein toller Verstärker sind. Jeder Hund ist anders. Je besser du deinen Hund kennst, desto besser kannst du es einschätzen. Was mich halt immer sehr, sehr traurig macht, dass dann Leute sagen, oh, positive Verstärkung funktioniert bei meinem Hund nicht. Weißt, wir haben uns mit dem Lernverhalten beschäftigt. Positive Verstärkung funktioniert für alle Hunde. Wenn es nicht klappt, dann vermutlich einfach deshalb, weil ich keine Verstärker benutzt habe, sondern nur irgendwelche x-beliebigen Belohnungen. Gut, wir arbeiten also mit Verstärkern oder Belohnungen. Wir möchten Verhalten verstärken. Und jetzt müssen wir unserem Hund natürlich auch klar machen, um welches Verhalten es uns denn überhaupt in diesem Moment geht, wofür jetzt diese Belohnung ist, die ich vielleicht gerade aus der Tasche greifen muss, oder wenn mein Hund 20 Meter von mir entfernt steht, wie soll ich die Belohnung so schnell zu ihm bekommen? Ist ja in der Regel gar nicht machbar. Und deswegen machen wir uns das und somit natürlich auch unserem Hund einfach viel, viel leichter und wir arbeiten quasi mit "Das machst du toll" Signalen. Ich habe es mal so genannt. Ich meine natürlich die Markersignale. Also ein Markersignal, manche benutzen den Klicker dafür oder irgendein bestimmtes Wort, ein Trainingswort wie Klick, Yes, Top, Zack, Klack, Tok, Tack, keine Ahnung. Dieses Signal sagt meinem Hund, das, was du gerade tust, das machst du toll und dafür gibt es jetzt gleich eine Belohnung. Und so weiß der Hund ganz exakt, welches Verhalten gewünscht war, welches Verhalten sich gelohnt hat und er wird nach und nach dieses Verhalten von sich aus häufiger zeigen. Ja, also ich finde es immer ganz wichtig, dass wir auch wegkommen von tu dies, mach das und jetzt mach bitte das, sondern ich finde es viel, viel schöner, wenn die Hunde lernen, sich eigenständig von sich aus in gewissen Situationen erwünscht zu verhalten. Ich will ja nicht mein Leben lang sagen, oh, jetzt mach das und nee, jetzt mach das und in der Situation musst du aber das machen. Jeder Hund kann lernen, sich in gewissen Situationen oder gerade auch bei gewissen Auslösern so zu verhalten, wie ich es gerne hätte. Und ich muss nicht mehr sagen, mach mal bitte, tu mal bitte, sondern der Hund tut es einfach. Das ist der Weg der positiven Verstärkung, dass Hunde wirklich lernen, gern erwünschtes Verhalten von sich aus
anzuzeigen. Nicht, weil sie irgendwelche Strafen vermeiden möchten, sondern einfach, weil es sich für sie lohnt. Und wir wollen jetzt mal, falls du es noch nicht kennst, ist es sehr interessant für dich, einen kleinen Blick in die Markersignale und dessen Aufbau reinwerfen. So, da sind wir. Ups. So. Wenn du Fragen dazu hast, frag gerne in der Facebook-Gruppe nach. Also, ein Markersignal, ich hatte es eben schon gesagt, ist ein bestimmtes Signal. Das kann ein Geräusch sein, das kann ein Wort sein oder auch ein Zeichen. Es ist eine Art Kommunikationsmittel. Mit diesem Signal sage ich dem Hund, hey, das, was du gerade tust, das ist toll. Belohnung ist im Anmarsch. Es ist also eine Belohnungsankündigung. Damit können wir super toll vom Timing her und auf Distanz oder auch in stressigen Situationen unserem Hund sagen, hey, das, was du da gerade tust, das ist toll oder das ist noch toll. Und gleich kommt die Belohnung. Und es ist immer die Aufgabe des Hundeführers, also deine Aufgabe, erwünschtes Verhalten zu erkennen. Wir Menschen sind so gestrickt, dass wir häufig erst reagieren, wenn der Hund schon unerwünschtes Verhalten zeigt. Wir reagieren erst, wenn es was zu meckern, zu schimpfen, zu unterbrechen gibt. Wie schon erwähnt, gestern oder vorgestern, es ist nicht zielführend. Bring deinem Hund bei, welches Verhalten richtig ist, bevor unerwünschtes Verhalten entsteht. Lass deinen Hund nicht in unerwünschtes Verhalten hineinrennen. Es gibt sogar Trainer, die fordern unerwünschtes Verhalten heraus, um es dann zu bestrafen. Ganz gruselig. Also, beobachte deinen Hund. Dein Markersignal fängt bitte spätestens den Moment ein, bevor dein Hund in ein unerwünschtes Verhalten kippt. Du weißt, er wird sich gleich in die Leine schmeißen. Bei einer Hundebegegnung zum Beispiel. Marker und Belohnung. Ja? Es liegt an dir, deinen Hund gut zu beobachten. Und die Hunde lernen das dann so schnell. Hier nochmal die Vorteile vom Training mit Markersignalen. Also bist vom Timing her ideal. Exakt die Sekunde des erwünschten Verhaltens kannst du einfangen mit deinem Markersignal. Und dann kommt die Belohnung zum Hund. Du kannst es auch auf Distanz nutzen. Auch wenn dein Hund weit weg ist, kannst du rufen, klick da hinten und zack, Belohnung kommt geflogen. Du konzentrierst dich auf erwünschtes Verhalten. Ja, nicht mehr auf dieses doofe Verhalten, was dein Hund zeigt. Und es ist ganz wichtig, weil das behaupten ja auch viele sehr gerne, Training mit Markersignalen, Training über positive Verstärkung ist keine Bestechung, es ist keine Leckerchenfütterei. Die Belohnung kommt erst, wenn der Hund das gewünschte Verhalten zeigt. Bestechen wäre, wenn ich dem Hund schon den Keks hinhalte und dann Sitz sage. Und der Hund, ah, klasse, Keks, ich setze mich mal. Das ist Bestechung. Aber wenn ich Sitz sage und der Hund setzt sich, dann kommt mein Marker und dann hole ich die Belohnung raus, habe ich den Hund überhaupt nicht bestochen. Und Leckerchenfütterei ist es nicht. Wir haben eben über das Thema Verstärker gesprochen. Immer gucken, was ist für meinen Hund in welcher Situation wichtig. Möchte er buddeln? Möchte er schnüffeln? Möchte er mehr Distanz zu einem Angstauslöser? Möchte er zu netten Kontakt zu anderen Hunden, dass er eher freundlich hin möchte? Was kann ich da wirklich gezielt als Verstärker einsetzen? So. Und das ganz, ganz Tolle an dieser Markergeschichte ist, dass der Marker für Glückshormone beim Hund sorgt. Ja, wir kündigen eine Belohnung an. Dadurch, dass wir das mit dem Markersignal tun, löst dieses Markersignal sofort angenehmere Emotionen in deinem Hund aus. Vielleicht sinkt der Stresslevel, vielleicht fühlt er sich nicht mehr so angespannt, vielleicht geht die Angst ein klein bisschen weg. Die Aggression, die innere, nimmt ein bisschen ab, weil ich sage, hey, jetzt kriegst du was Gutes. Und da muss man auch keine Angst haben, selbst wenn ich in aggressives Verhalten oder in Angstverhalten reinmarkere, dann verstärkt das niemals die Aggression oder die Angst. Du musst es dir immer ein bisschen vorstellen, Angst, nehmen wir jetzt mal Angst als Beispiel, ist eine negative Emotion. Der Hund fühlt sich nicht gut dabei, der hat ganz, ganz schlechte Emotionen bei Angst. Und dann
kommt das Klick, was ankündigt, hey, jetzt passiert dir was Gutes. Es kommt etwas Gutes zur Situation hinzu. Also ich packe etwas Gutes auf etwas Schlechtes drauf, dann kann das Schlechte nicht mehr werden. Die schlechte Emotion kann nicht mehr werden. Weil ein Hund natürlich auch nicht lernen kann, durch einen Keks habe ich mehr Angst. Das geht nicht, weil Angst eine Emotion ist und kein Verhalten. Ja, wird ja auch gern behauptet, nicht belohnen, wenn dein Hund Angst hat. Das ist Unsinn. Alles, was dem Hund gut tut, das ist natürlich die Voraussetzung dafür, darf ich bei Angst oder auch bei Aggression einsetzen. Ich sage immer, es ist so ähnlich, als wenn ich jetzt zu dir sagen würde, hey, ich schenke dir 1 Million Euro. Wie fühlst du dich dann? Gut. Und genauso ist es mit dem Markersignal. Es verspricht etwas Tolles. Der Hund kann sich wohler fühlen, besser fühlen. Und er wird unter Umständen sogar auch ansprechbarer. Wir klinken uns wieder in die Hundewelt mit ein. Und wir haben dann auch wieder Feedback vom Hund. Der Hund kann sich vielleicht von etwas abwenden. Er kann den Kopf kurz runternehmen. Also Markersignal immer für erwünschtes Verhalten geben. Und danach kommt die Belohnung zum Hund. Genau, das hatte ich kurz erklärt. Dein Hund lernt zu verstehen, was der Marker bedeutet, nämlich eine Belohnung. Wir müssen das eigentlich kurz und knackig nur aufbauen. Dein Hund kann ja mit dem Markersignal sonst gar nichts anfangen. Du hast ein paar Belohnungen bereit, vielleicht in deinen Kippen drin oder neben dir auf dem Tisch. Zum Aufbau gibst du dein Markersignal. Voraussetzung, dein Hund ist aufmerksam, also der schaut dich an, damit er auch mitkriegt, was gerade passiert. Also nicht, wenn er in der Gegend rumschlendert, dann kriegt er vielleicht gar nicht mit, dass du ein neues Signal von dir gibst. Du gibst das Signal und direkt danach, ohne dass der Hund irgendwas dafür tun muss, präsentierst du die Belohnung, die er haben darf. Gibst ihm den Keks, schmeißt den Keks, holst das Spielzeug raus und ihr spielt. Zeigst ihm die tolle Schnüffelstelle. Versuch gleich wirklich ein paar Verstärker mit einzusetzen. Das ein paar Mal machen, 10 bis 15 Mal, und dann haben die meisten Hunde das wirklich verstanden, diese Verknüpfung. Ja? Markersignal heißt, jetzt passiert was Tolles, was Angenehmes, was von meinem Menschen kommt. Ist eigentlich total simpel und schon kann man dieses Markersignal einsetzen. Wichtig noch zu wissen ist, ein Marker, so ist es bei uns und bei vielen anderen auch, beendet immer eine Übung. Wenn ich zum Beispiel Sitz gesagt habe, ich markere, ne, hat der Hund richtig gemacht, hat er toll gemacht, Übung beendet, will ich jetzt belohnen, dann darf der Hund rein theoretisch nach dem Sitz wirklich auch aufstehen. Es ist vom Lerneffekt natürlich besser, ich bekomme die Belohnung so schnell zum Hund, dass er dabei noch sitzt, aber wenn er aufsteht, dann ist es halt so. Genau, der Marker ist kein Leckerchenersatz, also auch für später niemals denken, auch mein Hund kann jetzt irgendwas gut, ich gebe jetzt nach meinem Markersignal keine Belohnung mehr. Grauselig. Der Marker verliert seine Wertigkeit. Wenn gemarkert wird, wird ohne Ausnahme belohnt, auch wenn du mal falsch gemarkert hast. Es ist das Versprechen auf eine Belohnung, die zum Hund kommt. Was du später natürlich dann machen kannst, ist einfach, der Marker wird vielleicht nach und nach ausgeschlichen. Dann wird weniger gemarkert und dann kannst du auch weniger belohnen. Aber Marker heißt Versprechen auf eine Belohnung. So, zwei Beispiele für die Einsatzmöglichkeiten eines Markersignals. Das mit dem Sitz habe ich eben schon erklärt. Ich kann Verhaltensweisen abfragen, die mein Hund kann. Mein Hund zeigt dieses Verhalten, dann kommt mein Markersignal und dann kommt die Belohnung. Der Hund versteht exakt, für welches Verhalten diese Belohnung war. Und was ich noch viel schöner finde eigentlich, ist, dass wir mit diesem Markersignal zufälliges, gutes Verhalten einfangen können. Ja, der Hund läuft mal an lockerer Leine, Marker belohnen. Der Hund bietet mir freiwilligen Blickkontakt auf dem Spaziergang an, macht er vielleicht sonst ganz selten. Sofort markern und belohnen. Wenn Besuch nach Hause kommt, markern und belohnen, solange alle 4 Pfoten noch auf dem Boden sind, falls du ein Känguru zu Hause hast. Dein Hund schaut einen anderen Hund ruhig an. Dein Hund schaut einen Hasen ruhig an. Ein Reh, was in der Ferne steht, schaut er ruhig an.
Klasse, toll, mehr davon. Nicht warten, bis dein Hund losdüst, sondern nur gucken, stehen, verstärken, markern und belohnen. Ja, so Dinge, die im Alltag zwischendurch rein zufällig passieren. Und dieses Markersignal zaubert in diesen Momenten dann auch wirklich einfach angenehmere Emotionen in deinen Hund rein. Das heißt zum Beispiel auch bei einer Hundebegegnung, wenn der Abstand passt, aber dein Hund hat schon Schwierigkeiten, er wird steifer, er wird angespannter. Reinmarkern, belohnen, markern, belohnen, markern, belohnen, wenn er den Keks nicht nehmen kann, falls es ein Keks ist. Verbal loben, Marker, klasse, toll, fein machst du das. Ihr sorgt für bessere Emotionen in diesen Momenten bei euren Hunden. Und das ist Training mit Markersignalen. Ihr verständigt euch, ihr übermittelt Gefühle, ihr sorgt für bessere Gefühle und euer Blick geht viel mehr auf erwünschtes Verhalten als das doofe, ohne